Es ist jetzt anders als je zuvor. Als er bei dem Unfall seine Männlichkeit verlor. Es ist jetzt anders, es ist vorbei. Ich lieb ihn nicht mehr, denn er hat kein linkes Ei. Er hat kein linkes Ei. Es war alles so wunderschön, denn ich liebte sie, sie liebte mich zusammen durch dick und dünn. Für uns war klar, die Liebe hält ewig, als wir uns kennenlernten. Beim Eierlaufen, es war Liebe auf den ersten Blick. Wir gingen zusammen Eier kaufen, Eier saufen, Fick, Blick, Fick, Chick, Fick, Blick, Fick, Dich, Fick, Dich. Du liebst dich nicht mehr, wieso lieb ich dich? Ist es wirklich denn so schwer? Du hast doch eine Nase, was ist so schlimm an einem Ei? Ist es wirklich jetzt vorbei, wo willst du hin? Ich gehe. Nein, komm zurück. Ich suche dein Ei. Bitch, ist es vorbei, ist es fort. Wo? Du weißt es genau, kennst die Story. Erzähl. Ich kann nicht dumme Sau. Weichei. Weichei, ich habe nicht impotent. Klar, meine Stimme ist zu hoch. Doch ich bleib mir an den Sack und fühl mich immer noch so groß. Wenn ihr das Schwanz sind, besser schau. Bam, cat, bam, dan, twicket, twin, mein Stand steht. Anders als je zuvor. Als er bei dem Unfall seine Männlichkeit verlor. Es ist jetzt anders, es ist vorbei. Ich lieb ihn nicht mehr, denn er hat kein linkes Ei. Er hat kein linkes Ei. Das, was uns hier fehlt, drum erzähl ich dir die Story, denn ich bin an sich ein Held. Es war ein kalter Tag mitten im Ghetto, schrieb ich meine Rhymes auf meine Hand, denn Rapper machen das so. Kein Scheiß, da kamen diese weißen Typen, sie mochten schwarze Rapper nicht. Du bist nicht schwarz. Hey, das ist meine Story, also lass mich sie fingen an zu schießen. Es machte Bang, Boom, Bang, auf einmal sah ich am Boden mein linkes Ei liegen. Doch meine Rache war groß, ich wurde zu Hulk. Mit meinen Laseraugen bohrte ich Löcher in den Asphalt. Es kam Blut aus ihren Körpern, Blutregen überall. Es war ein blutiges Massaker, ein einziger Blutschwall. Aber kein Scheiß. Eminem, erzähl mir die Wahrheit. Die Wahrheit? Die willst du nicht hören. Natürlich will ich das. Okay. Hier hast du die Wahrheit. Ich war schon immer ein Touristik-Fan. Doch wollte es von dir einfach nicht grundlos zugeben. Mein letzter Sprung ist ein Scheißerei. Das Stick machte aus meinem linken Ei ganz schnell Matschi. Zum Glück gibt's ne Hypothese.